Ja, hallo Gaming-Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Game Collector und es geht weiter mit Dead Space. Letzte Folge habe ich ja schon hochgeladen. Wir sind immer noch bei Kapitel 3. Und jetzt müssen wir erst einmal gucken, dass wir eben diese... wie heißt es wieder? Ihr wisst schon, dieses runde Teil, dass wir das wieder in Betrieb nehmen. Beziehungsweise ich muss es erst einmal aktivieren. Ist mir leider der Name empfohlen, wie das Gerät genau heißt. Muss ich mal schnell gucken, wie es heißt. Wie gesagt, mir ist es leider empfohlen. Beziehungsweise, jetzt gucken wir mal schnell. Die Zentrifuge, genau. Jetzt hätte ich es beinahe nicht gewusst. Ich weiß jetzt, wie es weitergeht. Ich bin ja beim letzten Video mal wieder so ein bisschen verzweifelt. Eintritt Schwerelosigkeit. So, die Zentrifuge muss jetzt nur noch aktiviert werden. Jetzt müssen wir mal gucken, wie der das genau gemacht hat. Jumpen. Ja, das Problem ist jetzt, wie geht es jetzt wieder mit der Statik? Das funktioniert irgendwie nicht. Ich weiß nicht mal, wie das funktioniert. Das ist wieder zum Kotzen, ist das wirklich. Ich weiß nicht, wie der das genau gemacht hat. Ich kann jetzt auch hier nicht nachgucken, wie das genau funktionieren soll. Nee, funktioniert nicht. Keine Ahnung, wie der das gemacht hat. Können wir da praktisch an der Decke gehen. Genau, jetzt müssen wir hier an der Decke gehen, dass wir dann hier zum können wir jetzt auffüllen. Alter, wie komme ich da wieder runter? Wie habe ich dieses letzte Mal gemacht? Thank you.
laufe jetzt hier auf der Decke entlang. Alter, wie ist es das wieder gegangen? Jetzt hat es funktioniert. Das hasse ich immer. Die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig. Zentrifuge aktiviert. Gravitationsausgleich wird mit planetarer Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. Zentrifuge und der Gyro-Antrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich. Scheiße, wie geht's das wieder? Wie viel Zeit wir noch haben? Komm. Okay, das hat sich erledigt. Richtig geil, Alter. Leck mich am Arsch. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Hörst du mich? Ich bin's, Kendra. Sie haben mich angegriffen. Ich rannte um mein Leben. Und Hammond? Er verschwand einfach. Kendra? Wo sind Sie? Schön, dass Sie quick lebendig sind, Hammond. Ich habe mich im Serverraum verbarrikadiert. Ich kann hören, wie Sie sich draußen bewegen. Ich glaube, Sie wissen nicht, dass ich hier drin bin. Ich kann mich von hier aus in alles einloggen. Ich habe mich ins Root-Verzeichnis gehackt und einige Berichte aus der Kolonie gefunden. Schon bevor sie den Planeten angebohrt haben, verbreitete sich diese Geistesschwäche unter den Kolonisten. Anscheinend hängt das mit einem Artefakt zusammen, das sie auf dem Planeten gefunden haben und das sie Marker nennen. Ich werde mich weiter umsehen. Ich weiß, wo du bist und werde die Tür zum Treibstoffdepot öffnen. Von dort aus kommst du weiter in die Antriebskammer. So, dann haben wir das abgeschlossen. Oder auch nicht.
Ah nee, das ist... Genau. Da muss ich rein. Die waren nämlich vorher geschlossen. Ende der Schwerelosigkeit. Ende des Vakuums. Schwerelosigkeit. Ende der Schwerelosigkeit. Das ist wirklich zum Davonrennen. Man muss jetzt irgendwie rüberjumpen, aber keine Ahnung, wie das gehen soll. Ende des Vakuums. Wie habe ich das gerade gemacht? Eintritt Schwerelosigkeit. Alter, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Das ist so zum Kotzen, ist das. Das könnt ihr euch gar nicht ausdenken. Das kann doch nicht sein, da muss doch irgendwie weitergehen. Es geht's doch nicht. Wie funktioniert das? Verreck ich gleich.
drückt immer den gleichen Fehler. Ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß nicht, wie ich da diese gottverdammte Statik machen soll. Soll lieber verrecken, das ist mir lieber. Ey, es kotzt mich so an, ohne Scheiß. Ja, verreck, du Wichser. Ey, so eine bescheuerte Steuerung, echt, das kannst du gar nicht vorstellen. Wirklich, kotzt mich sowas von an. Echt ohne Scheiß. Ich hoffe, die haben das beim Remake besser gemacht. Wirklich. Problem ist, wenn du mit dem Controller spielst, zeigt es dir das nicht einmal an. Weiß nicht, ob jetzt der wahrscheinlich an dem Speicherpunkt wieder weiter, wo ich aufgehört habe, höchstwahrscheinlich, könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Nee, nicht einmal. Ein Tritt Vakuum. Ein Tritt Schwerelosigkeit. Alter, wir haben zwei Probleme und die Uhr tickt. Erstens, die Treibstofftanks der Antriebe sind leer. Zweitens, die Schwerkraft. Ende der Schwerelosigkeit. Eintritt Schwerelosigkeit. Okay. Der Schwerelosigkeit. Also jetzt hat's funktioniert. Ende des Vakuums.
könnte ich fluchen. Tempo hier. Der Antrieb ist im Arsch. Ich kriege ihn nicht gestartet und bei all dem Scheiß, der hier abläuft, deutet alles auf Sabotage hin. Ich gehe jetzt zur Brücke und dann suche ich Elizabeth. Ich muss sie vom Schiff schaffen. Hier ist es nicht sicher. Also mit LT gedrückt halten und dann, glaube ich, Y. Genau. Das war immer mein Problem. Also LT und Y. Wieder ein bisschen tunen. Okay. Das ist der Aufzug, dann gehen wir mal darüber. Gleich wieder so ein Viech. Am Flammenwerfer geht es ziemlich schnell. Ja, wie gesagt, bei dem Spiel kannst du schon richtig fluchen. Könnte man einen Knotenpunkt machen. Soll ich das machen? Ich möchte es ehrlich gesagt ungern übernehmen. Ah, der ist gleich.
mal wieder gleich speichern. So, haben wir da gleich gespeichert. Okay, die ist verschlossen, die Tür, da kommen wir nicht rein, aber die ist geöffnet. Mehr. Okay, da ist auch nichts mehr. Okay, das können wir jetzt auch aktivieren. Zündungssequenz eingeleitet. Bitte warten. Alter!
angezündet. Es funktioniert. Wir sind online und funktionstüchtig. Endlich ein paar gute Neuigkeiten. Nehmen Sie eine Monorail zur Brücke, Isaac. Ich bringe uns zurück in einem Biostadtgerät. Warte, warte. Wir sind noch nicht gesichert. Das Asteroidenabwehrsystem des Schiffes ist offline. Auf dem Weg nach oben müssen wir durch ein Feld mit Trümmern von den Bohrungen. Wenn wir das System nicht hochfahren, wird es uns in 1000 Stücke zerreißen. Verdammt. Ich werde von hier aus daran arbeiten. Isaac, kommen Sie zu mir auf die Brücke. Sie können hier mehr erreichen als ich. Tun wir da gleich mal speichern. So. Das haben wir jetzt verkauft, das passt. Strahlenkanone, haben wir, hey, die könnten wir mal kaufen. Einen Ripper. Industriesäge mit Fernsteuerung. Zeitgesteuerte Minen, okay. Plasma-Energie. Medipack klein. Medipack mittel. Sollen wir das kaufen? So, jetzt müssen wir eigentlich da weiter. Aufgabe erfüllt. Perfekt. Also, Kapitel 3 haben wir abgeschlossen. Perfekt. Kurskorrektur. Ja, war ein bisschen tricky, wenn ich mal ehrlich bin. Ihr habt gesehen, wie ich da teilweise ausflippen kann. Beziehungsweise, wie ich da fluchen kann. Aber das ist nur menschlich. Das macht halt eben das Zocken aus. Mein Gott. Unglaublich. So, jetzt müssen wir dann bei Kapitel 4 sind wir dann. Isaac, kommen Sie. Kendra hatte recht, das AA-System ist total abgeraucht. Ich brauche Ihre Hilfe, um das zu reparieren. Kendra, wenn Sie mich hören können, versuchen Sie bitte, die Schiffsprotokolle einzusehen. Scheinbar haben Sie von dort aus besseren Zugang. Wann wollten Sie uns von dem Artefakt erzählen, Hammond? Sie wissen schon, dieser Marker. Davon weiß ich nichts. Er wird in den Berichten des Kapitäns erwähnt. Sie haben ihn vom Planeten hochgebracht. Er ist auf dem Schiff? Im Frachtraum. Sie glauben, er stammt von einer außerirdischen Intelligenz. Keine Ahnung, was es ist. Ach was. CEC wusste nichts darüber. Sie lügen doch. Augenblick mal, ich bin hier nicht der Böse. Wir sind gerade alle etwas aufgewühlt. Sie werden mir einfach glauben müssen, dass ich nichts darüber wusste. Wir haben das Trümmerfeld erreicht. Bringen Sie uns zum Cockpit des Captains. Ich werde Ihnen später alles erklären. Hammond out.
Mal gucken, ob wir hier gleich nochmal speichern können. So, gucken wir mal nochmal schnell, was wir da haben. Also da können wir eigentlich für 900 Credits kriegen wir da eigentlich so gut wie nichts mehr. Aber ich habe zwei Knotenpunkte, das heißt, ich kann zumindest einmal meine Waffen wieder ein bisschen modifizieren. Okay. Warnung, Bruch in der Hülle registriert. Isaac, ein Schlag auf der Brücke, genau zu deinen Füßen. Ich sehe schwere Schäden, die Eindämmung sollte aber okay sein. Die Lebenserhaltungssysteme sind stabil, wir müssen jetzt das AAS zum Laufen bringen. Hier mal speichern. Genau, tun wir hier mal speichern. Und dann hätte ich gesagt, beenden wir es für heute wieder, diese Folge. Beenden wir es für heute. Und spielen dann das nächste Mal weiter. Ja, war wieder eine sehr interessante Folge, muss ich echt sagen. Mit ein wenig Gefluche, aber es hat wunderbar funktioniert. Wie gesagt, Spiel macht Spaß und ich freue mich wirklich auf das Remake nächstes Jahr. Ich weiß dann zumindest, was auf mich zukommt, wenn ich das hier zumindest durchspiele, oder ich soll es vielleicht doch nicht komplett schaffen, weil ich habe noch andere Spiele auch noch im Petto, die ich noch gerne spielen möchte. God of War muss ich jetzt auch noch endlich weiterspielen, beziehungsweise eine Folge habe ich da wahrscheinlich schon abgedreht. Das ist mir auch ganz wichtig. Ansonsten kann man ja das Remake dann fertig spielen, weil dann weiß man ja, was auf einen zukommt. Gut, ich verabschiede mich. Ich hoffe, das Gameplay hat euch ein bisschen wieder gefallen. Ich würde mich um Daumen hoch freuen, über ein Abo nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und wir hören und sehen uns zum nächsten Video. Ciao!